Hallo meine Freunde, willkommen zu einem Part Wolfenheim. Ein Together von mir, Comrex, so ist dein Kanal. Und ja, ich hoffe, ihr begleitet uns auf dieses Abenteuer. Schaut bei ihm rein, er hat den ersten Part von diesem Let's Play gemacht. Oder von dem Together. Jetzt wird gehackt. Das also hat die Grabschaufel in helle Aufregung versetzt. Ein Panzerrücken hat ihr Nest besetzt. Der wirkt wie ein wandernder Festung. Der wirkt nicht nur so. Eine Klingenwaffe richtet gegen seinen Schuppen kaum etwas an. Stelle dich immer auf deinen Gegner ein, wenn du schnell Sieg aus bist. Für einen Panzerrücken nehme ich lieber eine Wuchtwaffe zu an. Was ist, wenn ich mich einmal mit der Waffenwahl verschätze? Dann wärst du eine Schande für die gesamte Abenteuerschaft. Du solltest niemals jemanden davon erzählen. Außerdem lässt sich eine Waffe notfalls auch noch im Kampf wechseln. Falls du mehrere hast, nimmst du immer den entsprechenden Waffentyp mit der größeren Schadensauswirkung zur Hand. Muss man als Abenteurer eigentlich jedes Monster zur Strecke bringen, das einen über den Weg läuft? Nur wenn es schwächer ist, Jungchen. Nur wenn es schwächer ist. Zack. Und zack. Verteidigung. Verteidigt sich. Wir machen aber weiter Schaden. Wir machen Schaden. Das ist super. Super ist das. Aha. Und zack. Bats. Oh yeah. Yeah. Sieg bei den Göttern. 100 Erfahrungspunkte und Panzerplatte gefunden. Und 80 Gold. Zack. Zack. Ein starken Heiltrank. Und noch mehr Gegner. Zack. Ah. Zack. Und zack. Volle Wucht drauf. Sieg bei den Göttern. Ah, 90 Erfahrungspunkte. Stachel gefunden. Stachel gefunden. Gisluft Stufe 2 erreicht. Wunderbar. Ha. So langsam fühle ich mich lebendig. Wieso setzt du eigentlich nicht spezielle Attacken ein, Gisluff? Ich habe von Abenteuern gehört, die so etwas... Was kümmern dich diese Amateure, die nur mit lächerlichen Tricks agieren? Ich wäre so gerne bei einem wirklichen Erfahren und habe in die Lehre gegangen, aber die sind teuer. Komm jetzt weiter. Meine Geduld ist... Ich sehe ausgeprägt. Ja, ja, ich merke schon. Aber gleich hörst du, das Warten lohnt. Trödel nicht, komm lieber her. Hier gibt es was zu gaffen. Nett, und wo ist jetzt das Gold? Nett? Blöder Bengel. Da zeigt man dir ein Wunder der Natur und du denkst nur ans Gold. Entschuldige, ich wollte nicht. Das war nur ein Test, Jungchen. Du hast genau richtig reagiert. Echte Abenteuer vergessen nie das Gold. Und du bist aus dem richtigen Holz geschnitzt. Ich wusste das gleich, als ich dich in die Lehre nahm. Aber dass du mir jetzt bloß nicht übermütig wirst, Kleiner, gib weiter auf deinen Lehrmeister Acht. Und Angriff. Zack. Sieg bei den Göttern und 90 Erfahrungspunkte. Zack. 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 Ah. Was war das denn? Etwas Besonderes, Jungchen.
und ein echter Abenteuer sollte etwas Nützliches stets erkennen. Diese geweihten Brunnen trifft man an vielen Orten. Ein Schluck und alles Schwäche fällt von dir ab. Wahrscheinlich gibt es eine sehr gelehrte Geschichte, woher dieser Brunnen stammt. Da Hauptsache, sie sind da. Du sagst es. Achte einfach nur auf den Symbol des Tränentropfens. Nur die geweihten Brunnen tragen es. Also merken, die Tropfen an einen Brunnen zeigen, dass es ein geweihter Brunnen ist. Oh, Falle. Ja. Und zack. Das war Falle. Drei Fragezeichen könnten sein. Okay. Nein. Nein. Okay. Okay, dann kann es ja nur noch die eine sein. Also die und die. Geht's auf Welt 100 EP. Und Angriff. Angriff. Auf. Durch. Und Angriff. Zack. Sieg bei den Göttern. 100 Erfahrungspunkte. Panzerplatte gefunden. Oh, da ist noch, Regen. Ja, so haben wir das gerne. So haben wir das gerne. So haben wir das gerne. Da haben wir einen Schatz. Bist du ja da hinten angewachsen? Komm her, Junge. Was für ein Schatz? Wir sind reich. Reich. Wir? Als Lesling wird es dir von Lohn genug sein, von meiner Erfahrung kosten zu dürfen. Du willst alles für dich allein behalten? Ich will nicht. Ich werde. Oder möchtest du meine Rechte anzweifeln? Natürlich nicht. Gut, und nun lass dir vom Gold glänzen, nicht komplett das ihn vernebeln. Wir haben es erst die Hälfte geschafft. Wieso? Es ist doch nur noch ein Gitter, das uns vom Gold trennt. Von meinem Gold, aber wir müssen auch wieder durch die Höhle zurück. Inzwischen werden sich in unseren Rücken neue Monster versammelt haben. Die Knorrbüsche werden wieder aus dem Boden geschossen sein. Ein guter Abenteuerhaus. Haushaltet mit seinen Kräften stets so, dass sie auch für den Rückweg reichen. Du LC 100 RP. Was für ein Fund. Oh ja, wie es glitzert und lockt. Ich weiß, nur zu gut, was andere Abenteuer hinter meinem Rücken tuscheln. Aber das hier wird sie vor Neid ablassen. Nein, zerplatzen lassen. Gold, sackweise Gold. Und alles gehört mir. Mir. Das sind sogar Juwelen. Juwelen. Hast du etwas gesagt? Nichts, nichts. Ein schöner Fund. Herzlichen Glückwunsch. Bei den Göttern ist das ein goldenes Schwert. Hast du auch nur eine geringste Vorstellung, wie wertvoll so etwas ist? Ein goldenes Schwert?
Mit diesen Beuten kann ich mir alles kaufen. Alles. Nach all dem Mühen und spärlichen Funden habe ich es endlich geschafft. Was ist das? Schwierigkeiten. Warmes Blut kann ich riechen. Ein Geist! Mein Gold, das ist hier, hat schon viel Blut gelockt, jetzt gefressen wird. Das Gold, dieses Ding lässt uns nicht an das Gold, du musst es verjagen, Gisluf. Worauf du einen lassen kannst. Ich würde sagen, Art Boss-Time. Wusch. Ah, wahrscheinlich, weil es ein Geist ist, treffen wir ihn nicht, ne? Ja. Natürlich. Natürlich. Ist das jetzt so ein Kampf, den man nicht gewinnen kann? Doch. Mit 5 Schaden habe ich jetzt gemacht. 7. 6. Dinge, Waffe. Klingwaffe. Ah, da. Waffe erstmal wechseln. Jetzt ist es passiert. Ein Feind war dumm genug, Gisluf zu stark zuzusetzen. Sobald Gisluf unter 25% seiner HP fällt, packt er in die Wut. Sie verleiht seinen normalen Angriffsschlägen an Berserken Kraft. Jetzt in der Kraft, okay. Aber trotzdem würde ich, nein! Kann ich, Dinge? Ah, da. Halt dran. Ich würde nämlich, mich heilen und dann weiter angreifen. Ah. Vielleicht mal ein bisschen viel für 22, 3, oh. Aussässiges Blut, meine Macht spüren soll es. Oh Gott. Oh Gott. Dinge, starker Heiltrank. Oh Gott, zack. Aua. Das wird ein knapper Kampf. Das wird knapp. Richtig knapp. Oh, geschafft. Sieg bei den Göttern. 200 Erfahrungspunkte. 100 Gold. Heiltrank gefunden. So schnell gibst du auf. Das war leichter als gedacht. Unruhe, Unruhe. Empor steigt etwas. Große Macht, ich spüre. Das Blut wird an einen anderen fallen. Seufz. Ich weiß nicht, was das zu bedeuten hatte, aber es klang nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Schnell, hilf mir, mein Gold hier herauszubringen. Dein Gold? Ja, mein Gold. Nun pack es dir und hau mir den Rückweg frei. Also daher, Väter, wenn du glaubst, damit durch. Nimm die Finger von den Waffen. Verräterischer kleine Kröte. Ihr Götter. Was ist das? Das ist der dankbar schlechteste Zeitpunkt, hier auch noch Wurzeln schlagen zu wollen. Was geschieht hier nur? Wieso? Warum? Was ist denn mit diesen Pelzknollen gefahren? Ha, davon nimmst du Reis aus? Du großer Abenteuer, vor kurzem hast du noch über diesen Monster gespottet. Vor kurzem wurden die Grabschaufler auch noch nicht von unheimlichen Steindorn angezogen, Bengel. Was machen sie da? Ich habe so etwas noch nie gesehen. Lauf nur vor deinem eigenen Fund davon, großer Schatzjäger. Meine Lehrzeit ist vorbei. Ja, funkel mir zu, mein glänzender Liebreiz. Von wegen, er habe keine Lehre mehr nötig. Und was ist mit der Lektion? Achte stets auf den Rücken.
Gold ströme in meinen Taschen. Ja, mehr, mehr! Falls du es hier herausschaffen solltest, Jungchen, wirst du mich vor der Höhle treffen. Ich zumindest werde mich über ein Wiedersehen freuen. Bei den Göttern, was ist mit ihren Augen? Hahaha, Gold, ein ganzer Berg davon und es gehört mir, mir! Ich muss mir das nicht mit ansehen. Ich weiß ohnehin, wie das gleich endet. Ja, zurück mit euch, ihr Biester. Glaubt ihr, ein wenig Fell mit Zähnen jagt mir Angst ein? Da habt ihr euch. Ihr Götter, mein Name, was? Verdammt, ich hab's gewusst. Gisloth, Helfer! Hilf dir selbst, gierige Kröte. Gisloth! Gisloth! Verschone mich mit deinem Gejammer, niemand kann dir mehr helfen. Bei Talma, sie sind heran. Ich muss das Gute an der Situation sehen. Es hat einen anderen getroffen. Bei den Gehörnen, was ist das für ein fauliger Gestank? Talma, steh mir bei. Und auch noch hier meine Füße, schnell auf. Ich lief um mein Leben, doch so hurte ich auch den Ausgang entgegenraste, die Babafront holte auf. Der stinkende Nebel streckte seine warnenden Arme nach mir aus. Kälte kroch in meine Glieder. Schwere Last lastete auf meiner Brust. Je mehr ich mich in die Gasse umhüllte, meine Sicht und wurde trübe, meine Geist taub. Ich hatte nur noch den Wunsch nach Schlaf. Doch als ich mich den umliegenden Einfluss schon ganz hingeben wollte, sah ich den Ausgang. Mit letzter Kraft machte ich einen mächtigen Satz auf das Freie zu. Fast war mir, als formte sich aus dem Nebel ein Heulen und Fletschen, als ich ihn entrann. Ich rannte, alle Schwächen trotzend, soweit ich meine Füße trug. Dann wurde mir schwarz vor Augen. Zack, speichern. Und weiter? Nichts weiter. Das nächste, an das ich mich erinnern kann, ist, wie ich hier in Karen erwachte. Und wie erklärst du mir dann, dass wir die Hexe bei dir fanden, Alter? Gar nichts. Es ist mir noch selbst ein Rätsel. Ha, was für eine unglaublich praktische Märchengeschichte. Märchengeschichte? Aber damit wirst du deinen Kopf auch nicht aus der Schlinge ziehen. Denk dir etwas Besseres aus. Du dummer Verhöresel. Begreifst du nicht, in welcher Gefahr wir alle? Schluss damit. Was du zu sagen hast, kannst du auch noch früh genug dem glühenden Eisen anvertrauen. Achtung, Herr, hier sind grimmige Jäger im Gehölz. Waage. Um diese Uhrzeit? Zum letzten Mal. Weg von diesen Dorn. Hier ist etwas. Ein Warg. Warte her. Ich bin schon bei dir. Nein, Tamka. Du sicherst auf diese Seite unsere Lasttiere. Wieso greift er nicht an? Was hat das uns hier denn plötzlich für Augen? Steht er nicht nur rum, ihr Bein, auf ihn! Beim Glühenden, was für ein Biest! Fasst euch! Ich habe die Glühengabe und werde euch schon heilen, wenn es notwendig ist. Solltet euch der Wahl zu sehr zusetzen, zieht euch in die hintere Reihe zurück. Und nun konzentriert euch auf den Kampf und nicht auf eure Angst. Los! Oh mein Gott. Zack.
Zack. Zack. Zack. Zack. Göttergabe. Heil zu uns bis wir einen Gefährten. Wir haben die Gabe der Götter zum Heilen. Sieg bei den Göttern. 213 Erfahrungspunkte. Feldstück Quark gefunden. Zusatzpunkte. Beide Krieger haben überlebt. Du erzielst einen Bonus von 100 EP-Punkte. Bei Heiligen Vater der Gerechtigkeit. Was ist es nur in dieser Bestie gefahren? Hat dein Verstand etwa meine Erzählung verschlafen? Ich hab's dir doch gesagt, Krieger. Märchengeschichte wie? Da kommen noch mehr und dieses Mal sind es gleich zwei. Hey, stolzer Krieger, was soll ich hier drin abwarten, bis ihr alle abgeschlachtet wurdet? Lass mich gefälligst raus, damit ich meine Haut verkaufen kann und die ist teuer, sage ich dir. Die Krieger des Glühenden sollen auf die Hilfe eines Hexelchens angewiesen sein. Nichts und niemand durchbricht unsere Reihen. Greifende Dämonenbrut, lernt die Macht des Glühenden kennen. Lernt mich kennen. Ach ja, mal gucken, ob wir dies auch gut hinbekommen. Obwohl, ich bezweifle es irgendwie. Heilen ist wichtig. So. Oh, toll, gut. Tollwut. Tollwut ist nicht gut, junge Leute. Tollwut ist nicht gut. Ach ja. Tollwut ist nicht gut. Tollwut ist nicht gut. Kann nicht der erste jetzt von denen besiegt sein, langsam? Ich fühle nämlich gerne speichern. Ach ja. Zack. Nein! Ich habe meinen ersten Soldaten verloren. Ach ja. Die machen ganz schön Schaden, diese Wölfe. Zack. Und zack. Was hat's aber mit diesen Steinen aus sich? Das macht mich jetzt schon echt stutzig. Und das wüsste ich jetzt schon gerne. Und der arme kleine Junge. Aber. Gold, Geld ist nicht, eben nicht viel wert, ne? Sieg bei den Göttern. 426 Erfahrungspunkte. Feldstück Quark gefunden. Buhnstufe 2 erreicht. Ein Krieger hat überlebt. Du hättest einen Bonus von 75 EP. Noch so ein Angriff und es wird schlimm um uns stehen. Zum letzten Mal. Lass mich raus und selber die Axt gegen den Feind schwingen. Ein Gefangener, der seinen Wächter beschützt. Das, was fandest du, Alter? Jungchen, ich habe schon gegen Monster gekämpft, als du noch nicht einmal gezahnt hast. Achtung, es braucht noch mehr Wag heran. Von dieser Seite auch. Los, Männer, schützt die Lasttiere. Wehe, du versuchst irgendeinen Trick. Schnell, heraus mit dir. Meine Waffe gibt sie mir. So, und nun lass mir etwas über Taktik erklären.
Die nächste Welle. Der Wagen sollten wir abfangen, bevor... Bevor was? Zu spät. Drauf. Mann. Ich hätte gerne jetzt mal gespeichert. Mann, nein. Das Spiel möchte es ja nicht. Zack. Daneben. Toll. Ja. Oh. Oh, da war. Wir haben unseren letzten Ritter verloren. Wir haben den letzten Ritter verloren. Den letzten Ritter verloren. Zack. Zack. Und zack. Zack. Entschuldigung. Und zack. 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 Sieg bei den Göttern. 426 Erfahrungspunkte. Verschubbar. Geschafft, das scheinen die letzten gewesen zu sein. Da kannst du ja über nachzudenken beginnen, wer eigentlich der Feind ist, Junge. Auf unserer Seite ist auch alles sicher. Verfluchte Biester, sie haben uns ordentlich zugesetzt. Da seid ihr nun so undankbar für meine Hilfe. Sollen wir die ehrlich alten Ziegenbock nur noch etwa in Nektarbahn? Aber nein, bei der Erfahrung war üblicherweise in Gold. Du hast wohl geglaubt, ich lasse mich durch Hexenwirk von meinem Auftrag abbringen. Los, Männer, schafft den Gefangenen wieder in den Karren und dann ladet auch unsere Toten auf. In diesen unheiligen Boden werde ich niemanden begraben lassen. Bewegung, Bewegung, habt ihr den Herren gehört? Oder wollt ihr hier etwa übernachten? Wach auf, Kerl! Pochte meine Beule gegen das Ehen. Oder wer macht hier so einen Krach? Hörst du schwer? Hoch mit dir! Wo bin ich? Ah, der feine Herr geruht also endlich aufzustehen. Wir dachten schon, Bruns Hammerschlag hätte dir den ewigen Schlaf beschert. Und jetzt schwingt dein fetten Knochen an die Luke, ihr Wasserlappt, Fressenzeit. Aber ich speichere hier und beende hier auch den ersten Part schon. Ja, geht also mein ersten Part, der geht schon eine Weile. Ich sage bis dann und auf Wiedersehen, euer Tetsuya, ciao.